Ja, die arbeitgeberfinanzierte Unterstützungsklasse ist eigentlich die Grundform, das ist eigentlich das alte System, das wir eben seit mehr als 150 Jahren schon haben. Und das ist einfach ein System, wo der Arbeitgeber sagt, liebe Mitarbeiter für jedes Dienstjahr oder Mitarbeiter in der und der Gehaltsgruppe oder nach welchen Parametern auch immer, jeder bekommt von mir eine betriebliche Altersversorgung, in der Regel gesetzlich unverfallbar nach 5 Jahren. Wenn der Arbeitgeber möchte, aus meiner Sicht macht es keinen oder wenig Sinn, kann er das Ganze natürlich auch vorher schon unverfallbar machen. Für mich vielleicht nur dann fair und sinnvoll, wenn ich sage BAV statt Gehaltserhöhung. Also statt einer Gehaltserhöhung gebe ich eine Zusage auf betriebliche Altersversorgung. Dann macht es Sinn, das schneller oder früher unverfallbar zu stellen. Aber normalerweise ist es der 5-Jahres-Zeitraum. Ja, das ist eigentlich die übliche und die Urform. Wir haben es vielleicht bei 5 oder 10% maximal aller eingerichteten Modelle. Klassisch ist heutzutage, Mitarbeiter macht Entgeltumwandlung und Arbeitgeber fördert die mehr oder weniger großzügig. Das sind durchaus Förderungen von 30, 50, 70 oder 100% obendrauf. Aber im Endeffekt bekommt auch nur der Mitarbeiter was, der hier selbst was für seine Altersversorgung gemacht hat. Der bekommt auch einen Zuschuss obendrauf. Und gerade bei arbeitgeberfinanzierten Systemen ist ja interessant, bleibt das Geld jetzt wirklich im Unternehmen, bleibt das Geld wirklich 1:1 erhalten, wenn der Mitarbeiter nach 2, 3 Jahren ausscheidet, das Ganze gesetzlich verfällt oder fehlt da eben ein bestimmter Beitrag. Das ist, glaube ich, gerade bei arbeitgeberfinanzierten Systemen das Entscheidende und gerade deshalb ist hier die Unternehmenskasse, die pauschal dotierte Unterstützungskasse, schon immer absoluter Favorit, auch wegen der Bilanzneutralität gewesen und immer noch.